Was liebst du? Wenn du mal überlegst, was liebst du wirklich? Dann kommen häufig solche Antworten wie, ich liebe das Meer. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe, Liebe zu machen. Ich liebe mein Business, weil da kann ich was bewegen, da kann ich anderen Menschen helfen. Ja, ich liebe es, spazieren zu gehen zum Beispiel. Ich liebe voll Instagram so und mach mich voll reich, ne? Und ich liebe auch meine Follower, aber nicht sagen denen, weil es voll uncool so. Aber ich liebe die voll, ne? Aber ich liebe voll meine Bros so, ne? Ich liebe Longboard fahren, ich liebe Wildkräuter, ich liebe grüne Smoothies, ich liebe es, Kaffee zu trinken, ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen. Bei dieser Aufzählung von all den Dingen, wo du liebst, die Frage, wann kommst du? Wann kommst du in diese Aufzählung? Sie, hey, ich liebe mich. Und zwar nicht irgendwie in so einer narzisstischen Art und Weise, so, ha, ich bin der Mittelpunkt der ganzen Welt und alles immer hier nur zu mir, sondern in einer Art und Weise, wo du sagst, hey, ich bin okay. Ich bin gut so, wie ich bin. Natürlich gibt es einiges, was ich noch lernen kann und darf und auch tue und ich entwickle mich weiter, aber ich bin jetzt schon ganz schön okay. Und es ist wichtig, dass ich hier bin, denn ich leiste einen wertvollen Beitrag zu dieser Welt. Denn mit jedem Mal, wo ich einen Menschen anlächle, wo ich einen Menschen berühre, bringe ich etwas mehr Liebe in die Welt, bringe ich was Gutes in die Welt. Mit jedem Mal, wo ich meinem Kunden weiterhelfe, mache ich diese Welt besser. Wann kommst du in diese Aufzählung?